Ich wünsche einen wunderschönen guten Abend euch allen, Ihnen allen. Mein Name ist Floris Biskamp, ich bin Politikwissenschaftler und Soziologe an der Universität Tübingen und ich bin heute für die Moderation zuständig. Eine kleine Anmerkung vorneweg, also ihr seht wahrscheinlich, da ist eine Kamera hinten, die zeichnet vor allem aber uns hier auf. Und das ist dafür da, dass auch diejenigen, die es heute bei allen Baustellen nicht hierhin geschafft haben, das auch sehen und hören können. Allerdings wird auch nur wirklich die Diskussion hier vorne zur Verfügung gestellt. Also irgendwelche Dinge, die aus dem Publikum gesagt werden, tauchen eh dann nirgendwo öffentlich auf. Ihr werdet eh nicht zu sehen sein, aber ich sage es trotzdem, dass aufgezeichnet wird. Der Hintergrund des heutigen Abends ist, dass, glaube ich, sehr viele Leute eine sehr ähnliche Wahrnehmung in den letzten Monaten und Wochen hatten. Erstmal hat sich, glaube ich, bei sehr vielen 2023 so eine große Unruhe, Frustration und ein Gefühl von Ohnmacht eingestellt, als wir dann alle sehen mussten, wie die AfD in Umfragewerten von einem Hoch zum nächsten geschnellt ist. Und sehr viele hatten dann, glaube ich, den Eindruck, man müsste doch jetzt irgendwas tun und das kann auch nicht sein und das muss doch irgendwie aufzuhalten sein. Aber ich glaube, die meisten waren vor allem verunsichert und wussten gar nicht, was man da tun könnte. Und viele Leute haben sich Gedanken gemacht, was man tun könnte, aber da ist erstmal wenig Sichtbares rausgekommen. Und dann kam Anfang diesen Jahres die, glaube ich, allseits bekannte Korrektivrecherche zu dem Treffen, an dem AfD-Mitglieder, prominente AfD-Mitglieder beteiligt waren, in dem dann der bekannte Vortrag von Martin Sellner gehalten worden ist, wo dann unter anderem die Abschiebung von deutschen StaatsbürgerInnen diskutiert worden ist. Und dann ging es ja auf einmal sehr schnell, dass dann Hunderttausende und zusammengenommen Millionen auf deutschen Straßen und auf einmal eine sehr große Dynamik von Protest da war. Und das hat dann, glaube ich, bei vielen erstmal so natürlich Freude ausgelöst, aber auch Überraschung und Verblüffung und vor allem, und dann kommen wir zum heutigen Abend, viele Fragen. Also die Frage, was bedeutet das jetzt, dass da auf einmal so viele Leute auf der Straße sind? Warum passiert das jetzt gerade eigentlich? Was passiert da überhaupt? Und dann viel wichtiger, auf die Zukunft gerichtet, bringt das was, was da passiert? Und was könnte man da eigentlich tun, damit das was bringt? Und genau die Fragen wollen wir heute diskutieren mit Lisa Bogertz und Nils Kumka. Lisa Bogertz ist Protest- und Konfliktforscherin mit Sitz in Berlin. Sie forscht unter anderem zu künstlerischem Aktivismus, Mobilisierungsstrategien und zur Bildsprache rechter Bewegungen im Netz. Sie hat auch ein Buch publiziert, nämlich The Aesthetic of Rule and Resistance, das vor 2 Jahren, 2022, bei Burkhan Books erschienen ist. Ganz außen sitzt Nils Kumka, der ist Soziologe an der Universität Bremen und dort forscht er unter anderem zu sozialer Ungleichheit, zu Konflikt und politischer Kommunikation in Deutschland und in den USA. Er schreibt auch jenseits der Wissenschaft für Zeitschriften wie das Jacobin Magazine oder die Frankfurter Allgemeine Zeitung, hat auch ein Buch publiziert, das heißt Alternative Fakten zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung. Alternative Fakten zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung. Es erschien ebenfalls 2022 im Surkamp Verlag. Nun, die Frage, die erst ich eben aufgeworfen habe, war ja, warum war diese Mobilisierung gegen rechts im Januar 2024 so erfolgreich? Und da wäre erstmal meine Frage an euch als ProtestforscherInnen oder welche, die mit Protestforschung beschäftigt haben, warum ist das so, Lisa? Schönen guten Abend auch von meiner Seite und schön, dass Sie alle da sind und danke für die Einladung. Genau, also es ist einerseits natürlich die Frage, warum sind Proteste erfolgreich, also in ihrer Wirkung auf Politik und Gesellschaft, und die andere Frage ist, warum ist Protestmobilisierung erfolgreich, ne? Also warum gelingt es überhaupt Menschen zu Protestaktionen wie jetzt seit Januar diesen Jahres zu aktivieren? Und dazu muss man sagen, dass es noch sehr wenig empirisches Material dazu gibt, weil das ist ja noch alles relativ frisch und die Forschung ist leider sehr, sehr langsam, aber genau, also es braucht auf jeden Fall Mittel und Gelder, diese Forschung jetzt zu finanzieren.
Es gibt 2, 3 Studien mit empirischen Daten, die ich gleich noch so immer wieder einbringe. Aber es hilft uns auch schon mal so ein bisschen auf theoretische Erklärungen aus der Bewegungsforschung zu schauen. Und da gibt es so 6 bis 7 so berühmte große Mobilisierungsansätze, warum soziale Bewegungen und Proteste überhaupt entstehen und auch aufrechterhalten werden können. Und davon möchte ich auf 2 jetzt genauer eingehen, wo ich denke, dass das vielleicht so ein bisschen hilft, auf diese Protestwelle zu blicken. Und das ist einerseits die Framing-Theorie und andererseits der Ansatz der kollektiven Identität. Und ich glaube, dass die Framing-Theorie setzt eigentlich nur voraus, dass die Notwendigkeit von sozialem Wandel und das Aktivwerden dafür nicht naturgegeben ist. Also nicht alle, für alle ist es klar, dass man aufstehen muss, um für eine bestimmte Sache einzutreten, sondern es muss erst so ein bestimmter Bedeutungsrahmen, also ein Frame geschaffen werden für ein Problem und auch für die Möglichkeit, etwas dagegen zu tun. Und das hat Anfang des Jahres meiner Meinung nach in dreierlei Hinsicht stattgefunden. Der erste Frame war ein sogenannter moralischer Schock. Ja, also diese Korrektivrecherchen haben diese Remigrationsfantasien der Rechten an eine breitere Öffentlichkeit gebracht. Und viele waren sehr erschrocken darüber. Also nicht nur, dass es das Treffen gab, sondern auch, dass deutsche StaatsbürgerInnen, wie du eben schon erwähnt hast, davon betroffen waren. Ist natürlich jetzt sehr diskutabel. A, warum sind viele so überrascht davon? Remigrationsfantasien sind in weiten Kreisen wirklich schon seit Jahren sehr leider gang und gäbe. Zweitens, warum trifft die Empörung nur zu, wenn es deutsche StaatsbürgerInnen betrifft, was eigentlich keine Rolle spielen sollte? Das sei jetzt mal dahingestellt, aber also in der einen Befragungsstudie haben 3/4 der Demo-Teilnehmenden angegeben, dass das sie so schockiert hat, dass sie aus ihrer Lethargie und aus ihrer Resignation der letzten Jahre rausgekommen ist. Und diese Theorie des moralischen Schocks sagt einfach, dass es dieser Empörung, dieser Skandalisierung auch mit harschen Mitteln wirklich bedarf, um Menschen aus ihren kognitiven Mustern rauszubringen. Ja? Und diese krasse Empörung hilft dann auch Leuten, sich zu positionieren und ihr Gesicht auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, die vorher Angst hatten, sich zu positionieren, weil vielen sind politische Gemengelage zu komplex und die wollen nicht mitlaufen auf einer Demo, wo sie Angst haben, dass sie instrumentalisiert werden oder für irgendwelche politischen Slogans. Der zweite Frame ist, also dass es hier vor allen Dingen trotz dieses moralischen Schocks kein vorrangig negatives Framing war. Also klar waren die Proteste gegen rechts, so heißt ja auch quasi die Veranstaltung, aber die meisten Proteste haben schon so einen positiven Bedeutungsrahmen bemüht und haben gesagt, wir sind für Demokratie, wir sind für Vielfalt. Und damit haben sie gezeigt, dass es nicht darum geht, gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Und für viele ist diese positive Stimmung auch wiederum also damit können sie diese Hemmschwelle überschreiten, wirklich positiv auf die Straße zu gehen und was zu machen. In meiner Forschung habe ich auch immer wieder erlebt, dass Leute diese wütende Atmosphäre auf Demos, das war vielen sehr abschreckend und sie hatten halt eher Angst und dieses positive Miteinander und diese guten Vibes sozusagen waren eher ein Pluspunkt. Und drittens gab es natürlich auch ein sehr breites Framing. Ne? Also es gab, es ging vor allen Dingen allgemein um die Verteidigung der Demokratie, um die Brandmauer gegen rechts etc. Aber es gab fast keine konkreten Forderungen und es gab auch keinen konkreten Adressaten. Ne? Also es war meistens nicht direkt gefordert, AfD verbieten. Ein Großteil der Teilnehmenden ist nämlich nicht dafür. Also ist nicht klar dafür, die AfD verbieten zu lassen. Und es war auch keine klare Kritik an irgendeiner der Ampelparteien, sondern es war sehr breit. Und damit komme ich noch kurz zu diesem zweiten Ansatz, nämlich der kollektiven Identität. Der besagt nämlich auch, dass es darum geht, ein Gemeinschaftsgefühl herstellen zu können, der die Leute wirklich dazu bewegt, auf die Straße zu gehen. Und dass sozusagen so eine Art von individuellem negativen Gefühl wie eine Frustration und auch ein Schock über Ungerechtigkeit, dass das umgewandelt werden kann in kollektive Handlungsfähigkeit, also negatives individuelles Gefühl wird umgewandelt in positives kollektives und einerseits natürlich durch diese gemeinsamen Narrative, die man schafft, wir sind Demokratie, wir sind die Mehrheit etc., aber auch durch praktische gemeinsame Erlebnisse und da kann die Straßendemo eben anders als viele andere Protestformen wirklich auch so ein
sinnliches, ja, sensorisches, körperliches Gefühl geben, Teil einer großen Gemeinschaft zu sein. Und ich glaube, das hat hier stattgefunden. Und diese positiven Vibes und auch der Humor, der viel zu sehen war auf den Demos, hat dazu beigetragen, viele Menschen zu mobilisieren. Dankeschön. Nils, hast du noch was zu ergänzen zu dem, warum das so erfolgreich war? Nicht so schrecklich viel. Danke. Und danke, dass ihr und sie da sind und danke für die Einladung und das sowieso all without saying. Ich glaube, was ich noch hinzufügen könnte, und das hast du eigentlich schon angedeutet, aber dass mir als Beobachter auch nochmal klar geworden ist, ich wurde dann ja ein paar Mal gefragt, haben Sie damit gerechnet? Und ich muss dann auch immer ganz brav sagen, nein, damit habe ich nicht gerechnet. Und ich habe mich dann gefragt, warum eigentlich nicht? Weil es schon auch so ist, und das kann man, glaube ich, nochmal rausstellen, es gibt eine Reihe von Sachen, die prädisponiert haben dafür, dass sowas überhaupt funktionieren kann. Also wir haben in Umfragen vorher eben schon 75% der Bundesbevölkerung, die AfD so schroff ablehnen wie sonst keine Partei. Also sozusagen auf Ebene der Einstellung in der Bevölkerung steht die Brandmauer gegen rechts relativ solide. Da wählt der eine Teil der AfD und der Rest ist dagegen. Das heißt sozusagen, diese breite Ablehnung, die war schon vorher da. Und ich hatte dann manchmal bei mir selber das Gefühl und auch bei anderen Beobachterinnen, mit denen ich darüber gesprochen habe, es ist auch so ein bisschen so eine, naja, ich will das jetzt nicht negativ wenden, aber es war so ein bisschen so eine Arroganz vorher im Spiel, dass die dummen Massen einfach nichts machen, obwohl die Lage doch so bedrohlich ist. Und man kann jetzt, glaube ich, feststellen, dass diese Trennung nicht so ganz fair war. Also die Leute waren da sehr viel fitter als die Leute, die es ihnen zugemutet haben. Also auf jeden Fall war das mein Eindruck dabei. Und was man eben auch gesehen hat, ist, dass an vielen, vielen Orten ja nicht einfach nur zu spontanen Massendemonstrationen kam, weil das passiert ist, sondern dass diese alten Bündnisse gegen rechts, die es an vielen Orten ja noch gibt, augenscheinlich funktionsfähig geblieben sind über all diese Jahre, in denen es jetzt ja nicht so ganz einfach war, sowas auf die Beine zu stellen. Also so tradierte Bewegungsmilieus, die ja auch immer wichtig sind, haben augenscheinlich noch funktioniert und waren auch an so Bündnisse anschlussfähig, dass das dann mit Kirchen zusammen funktioniert, mit Parteien zusammen funktioniert hat. Und ich glaube, das kann man sich auf der Habenseite gut schreiben, ohne jetzt hier viel Optimismus für irgendwas verbreiten zu wollen, aber einfach erstmal feststellen, das wäre nicht möglich gewesen, wenn die Lage vorher nicht so gewesen wäre. Das ist das eine. Und ich glaube, das andere ist, was du so ein bisschen kritisch angemerkt hast, wenn man das sozusagen jetzt normativ erstmal noch ein bisschen, naja, ich will das gar nicht anders wenden, ich will einfach nur sagen, wenn man es augenscheinlich macht, ist für die Leute ein Unterschied. Das muss man auch konstatieren. Also augenscheinlich macht das in den Medien als offenes Geheimnis verhandelte Wissen, dass die AfD rassistische Fantasien hegt, ist nicht dasselbe, wie wenn man den Leuten sozusagen sagt, die wollen deutsche Staatsbürger abschieben. Das ist für die einfach nicht dasselbe. Und das macht einen Unterschied und das treibt Leute auf die Straße. Und auch das muss man, glaube ich, in der Zukunft, wenn man über sowas nachdenkt, berücksichtigen. Das mag man selber nicht richtig finden, weil man findet, die Staatsbürgerschaft sollte nicht so wichtig sein, aber augenscheinlich ist es eben für die Leute wichtig. Also das wären, glaube ich, aber auch nur Nuancen, die ich da dazu tun würde, sonst würde ich das auch so sehen. Und das scheint dann so zu sein, als hätten diejenigen, die den Korrektivartikel geschrieben haben, das auch geahnt, dass das für die Leute wichtig ist, weil das wurde da ja sehr deutlich auch hervorgehoben und anscheinend hat das ja auch seinen Beitrag geleistet. Nun haben wir so erstmal relativ selbstverständlich davon gesprochen, warum war das so erfolgreich und das setzt natürlich voraus, dass es erfolgreich war und dann muss man natürlich erstmal fragen, was waren jetzt eigentlich die Erfolge davon? Also wir haben so einen beeindruckenden Bodycount, aber ist die Frage, ist ein hoher Bodycount, also viele Menschen, die da auf die Straße gehen, ist das ein Erfolg von Protest oder woran würde man sonst festmachen, dass das erfolgreich ist? Das hat jetzt niemand von euch mir widersprochen, als ich das gesagt habe. Nils. Ja, dann wäre die Diskussion ja auch nicht in Gang gekommen. Nee, es ist Spaß beiseite. Natürlich bei Protesten gerade in der Größe und wenn das Framing dann auch noch so diffus ist, wirklich nicht einfach zu sagen, was der Erfolg ist, weil man ja auch gar nicht weiß, was die wollen. Ja, also die Demokratieverteidigung war insofern erfolgreich, dass das, was sie da verteidigt haben, nicht abgeschafft wurde. Aber das ist es ja nicht. Ne? Also man kann feststellen, es sind Demonstrationen gegen rechts und die können auf ganz unterschiedlichen Ebenen erfolgreich sein und vielleicht hilft es auch, die erstmal so ein bisschen zu entzerren. Also das, was die Bedrohungslage geschaffen hat, Ende 2023 waren ja vor allem die Rekordumfragewerte für die AfD in Kombination damit, dass der begründete Verdacht im Raum stand, dass die AfD eine wichtige Rolle bei diesen Bauernprotesten spielt und die Frage, ob sozusagen diese rechtspopulistische Mobilmachung in den Bauernprotesten zusammen mit dieser rechtsextremen Partei eine Mischung ist, die man nicht mehr kleinkriegt. Und auf der Ebene kann man feststellen, haben diese Proteste dazu beigetragen, das Momentum ein bisschen zu brechen. Also können gleich vielleicht noch diskutieren, warum, aber was beobachtbar ist, ist eben im ersten Moment haben die Umfragewerte der AfD sehr, sehr
maßgeblich nachgegeben. Die Öffentlichkeit für die Rechtspopulisten auf den Bauernprotesten, leider auch für die Bauernproteste, ist ja nicht ganz dasselbe, aber hat sehr nachgelassen. Und die AfD hat so ein bisschen das Momentum in der öffentlichen Debatte verloren, in der Offensive zu sein, die Themen zu setzen, und war mehr damit beschäftigt, und das kann man sozusagen auf der organisationalen Ebene beobachten, war eine Zeit lang zumindest mehr damit beschäftigt, dem Thema hinterherzulaufen. Also selber irgendwie Distanz zwischen sich und dieses Treffen zu kriegen, ne? Der persönliche Berater von Alice Weidel, der dann entlassen wurde und so. Und dann der Herr aus Schellenroda, der dann einen Brief schreibt an die Frau Weidel, dass das so nicht in Ordnung ist. Also dann streiten sie sich auch noch, das ist ja auch immer schlecht. Da merkt man sozusagen, es ist ein bisschen Hektik im Laden und das hält sie davon ab, Themen zu setzen. Dann merkt man aber, wenn man die Organisation jetzt nicht nur als politische Kampforganisation, sondern auch als Mitgliederorganisation anguckt, da ist das Ergebnis ambivalenter. Sie haben augenscheinlich Mitglieder gewonnen über dieselbe Zeit. Da haben wir zwar nur die Zahlen von denen selbst und die können natürlich auch geschwindelt sein, ich glaube es aber nicht. Nun, das ist ja auch ein Stück weit plausibel. Also in diesen Demonstrationen wurde ein Element der kollektiven Identität der AfD, nämlich dass alle gegen sie sind und dass sozusagen alle Systemparteien gegen sie verbündet sind, wurde da drin so bestätigt, dass es wahrscheinlich ist, dass ein Haufen Leute, die ein bisschen on the fence waren, werde ich jetzt AfD-Mitglied oder nicht, sich dafür entschieden haben, ihnen jetzt beizuspringen. Während wir auf der anderen Seite aber eben beobachten, diese Schwäche, Themen zu setzen, hat dazu geführt, dass eine Reihe von Leuten, die on the fence waren, ob sie die AfD wählen oder nicht, sie jetzt nicht wählen. Also auf der Ebene ist es so ein bisschen wackelig. Was wir auch beobachten können, weil Proteste ja, das hattest du auch schon angedeutet, nicht nur Erfolge haben können darin, dass sie was mit dem Gegner machen, sondern ja auch mit einem selbst, ist, dass es zu einer Revitalisierung von zivilgesellschaftlichen Strukturen gekommen ist, und zwar vor allen Dingen in kleineren Städten. Also wir haben das vorhin kurz gesagt, ich habe ein bisschen rumgeguckt, wo gibt es jetzt eigentlich noch Demos, und zum Beispiel in Trier ist eine große diesen Sonntag. Und das ist jetzt gar nicht nur eine Anekdote über Trier, sondern Städte von der Größe, da gibt es eine Reihe von, wo diese Proteste sehr viel konsistenter stattfinden als in Berlin oder in Hamburg. Wo man das Gefühl hat, und auch gerade jetzt im Osten, wo die Landtagswahlen, also in Gemeinden, wo die Leute auch wirklich in der Defensive waren, gibt es kontinuierlich Proteste. Also man hat das Gefühl, die haben richtig Morgenluft gewittert und machen da auch weiter. Das ist ja auch ein Erfolg dieser Proteste, dass so Akteure sich ermutigt fühlen. Ich glaube, das wären erstmal jetzt, und einen Teil vielleicht noch, den man noch setzen kann, aber der ist sehr flüchtig, und da werden wir wahrscheinlich auch gleich drauf kommen, dass das in der Zukunft ein größeres Problem werden könnte. Die Proteste waren sehr gut darin, die Konversation zu verschieben und sozusagen diese Debatte über Migration und die AfD, die vorher die Debatte bestimmt haben, ein bisschen wegzulenken hin zum Extremismus der AfD und anderen Themen, und das demobilisiert. Das hat aber auch dazu geführt, dass eine ganze Reihe von anderen politischen Akteuren versucht haben, das Thema schnell wieder zu wechseln. Das konnte man eben auch beobachten. Und da sind die Erfolge sehr wenig nachhaltig. Und bei all dem muss man auch wissen, das ist auch Allgemeinplatz, aber das muss man, glaube ich, berücksichtigen, dass das Bündnis Sahra Wagenknecht wirklich zeitgleich gegründet wurde. Und wir bei wahnsinnig vielen Effekten nicht sagen können, ob es die Massenproteste sind oder die Konkurrenz. Hast du da noch was zu ergänzen? Auch nur nuancenhaft nochmal zu diesem Punkt. Ich möchte nochmal den Punkt hervorheben, dass eben mobilisiert wurde jenseits der großen Städte. Es ist ja wirklich auch gezeigt worden, dass in Dörfern und in Kleinstädten Demos stattgefunden haben, wo noch nie vorher Demos stattgefunden haben. Ja, also wo wirklich die lokale Bevölkerung zum ersten Mal das Erlebnis gemacht hat, man kann auch hier auf die Straße gehen. Es haben auch in Umfragen wurde herausgefunden, dass viele der Befragten fast noch nie auch selber auf einer Demo war. Es wurden ganz viele Neudemonstrierende quasi dadurch mobilisiert. Ne? Und diese zwei Faktoren finde ich schon auch noch sehr, sehr beachtlich, gerade wenn man bedenkt, dass es eben auch, dazu kommen wir vielleicht später noch, aber bei Strategien, was man machen kann, da geht es natürlich immer AfD-Wählende oder affine Menschen irgendwie umzustimmen. Es geht aber auch darum, Nicht-Wählende und vorher nicht sich als politisch sehende Menschen zu aktivieren. Ne? Und da hat gerade so diese lokale Form des Straßenprotestes den Vorteil, dass es eben auch nicht internetaffine Menschen aktivieren kann, dass es also seemingly scheinbar unpolitische oder nicht besonders politische Menschen aktivieren kann, und dass es eben auch diesen lokalen Effekt hat, ne? Weil du hast jetzt die Bauernproteste mehrmals reingebracht, das würde ich später nochmal zurückholen, das Thema. Das spielt einfach eine wahnsinnig große Rolle, diese zunehmende Stadt-Land-Kluft und zunehmend sehr abstrakte Debatten, die viele Leute davon abschrecken, wirklich politisch aktiv zu werden gegen rechts. Genau, weshalb es dann wiederum wichtig ist, konkrete Folgen auch sichtbar zu machen. Nicht nur die AfD ist rassistisch, sondern die AfD möchte wirklich deutsche Staatsbürgerinnen oder wie noch immer deportieren.
Und was mich zudem noch sehr gefreut hat, als Erfolg daran ist, dass eine Sache, die du eben angemerkt hast, so ungefähr 3/4 sind gegen die AfD, 1/4 ist für die AfD, oder nicht mal ganz, also weniger als 1/4 ist für die AfD zum Glück, dass man nicht immer das Gefühl hat, dass das allen klar ist, sondern man hatte so langsam das Gefühl, das ist also in der Kommunikation darüber, als sei das eine Mehrheit. Und ich habe den Eindruck, dass dadurch deutlicher oder vielen Leuten ins Bewusstsein getreten ist, dass die AfD und ihre UnterstützerInnen eine Minderheit sind. Also nicht in jedem Teil von Deutschland gleichermaßen, aber insgesamt schon, wenn Bundesparteien über ihre Wahlstrategie nachdenken. Und nun hast du, Nils, eben schon ein bisschen angedeutet, wie dann die AfD einigermaßen hilflos reagiert hat oder vor allem nur reagieren musste. Und ich würde noch mal gerne in das Thema so weiter rein, dass man jetzt so ja, fragen kann, was war bei den Protesten los? Aber dann geht es da ja vor allem um eine Partei und um deren Umfeld. Und was machen die damit, dass auf einmal die Partei und die Leute, die sagen, wir sind das Volk, wir stehen für das Volk, dass auf einmal dann Millionen Menschen gegen sie auf der Straße sind und die allermeisten großen Medien das feiern. Wie reagieren die darauf? Also ich forsche nicht zur AfD als Partei, deshalb kann ich jetzt darauf konkret nicht antworten, aber also ich forsche breiter zu digitaler, visueller Kommunikation und auch zur Netzkultur. Und wir haben vor kurzem mit der Bundesarbeitsgemeinschaft gegen Hass im Netz eine Studie gemacht zu rechten und verschwörungsideologischen Chatgruppen bzw. Kanälen auf Telegram. Ne, also das ist vielleicht so ein Einblick darin, wie so in der Alltagskultur und Kommunikation darauf reagiert wird. Und wir haben dann jetzt im Februar nochmal reingeschaut in diese Kanäle, um zu gucken, unter anderem, wie wird auf diese Bauerndemos demonstriert. Und da war ein Narrativ ganz klar so als Gegenreaktion zu dieser Protestwelle gegen rechts. Und zwar, die Ampelregierung hat diese Proteste gegen rechts inszeniert, um die Luft rauszunehmen aus der Bauernbewegung. Also das ist ein ganz gängiges Narrativ in rechten und in verschwörungsideologischen Gruppen, das also besagt, also es ist ganz, ganz perfide, dass die Bauern quasi die Arbeitermacht wären, die die großen Städte mit landwirtschaftlichen Produkten, mit Essen versorgen, ohne die es nicht weitergeht, die hart arbeiten und den dekadenten Lebensstil der Großstädter, der grünen, links versifften GroßstädterInnen versorgen und ihre Grundbedürfnisse erfüllen und dass sie aber quasi benachteiligt und ausgespielt werden gegenüber dieser Mittel- und Oberschicht, die jetzt da demonstrieren geht. Ne? Also dieses gängige Narrativ wurde vor allen Dingen dann um diesen politischen Aschermittwoch in Biberach in Baden-Württemberg, wo auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir war, groß gemacht. Und das ist so eine gängige Delegitimierungsstrategie dieser Demo-Reihe. Und es gab noch eine Studie dazu von dem Institute for Strategic, jetzt habe ich gemerkt, wie laut es sein kann, von dem Institute for Strategic Dialogue. Die haben insgesamt 7 Narrative identifiziert, wie diese Demos gegen rechts delegitimiert werden in rechten Kreisen, auch mit Fokus auf Telegram, muss man sagen, und anderen sogenannten alternativen Medien. Die versuchen natürlich, also eins davon war diese Ausspielung Bauern gegen Demos gegen rechts. Das zweite war natürlich Diskreditierung des Korrektivs allgemein, durch Staatsgelder finanziert, die Open Society Foundation von George Soros ist da beteiligt, etc. Die Demonstrantinnen seien bezahlt gewesen, die Demos vom Staat orchestriert, die Demonstrantinnen hätten, also Menschen im öffentlichen Dienst wären dazu aufgerufen worden, von ihren Arbeitgebern, also vom Staat, demonstrieren zu gehen. Ganz viele NS- und DDR-Vergleiche, ne? Also das Narrativ ist ganz klar, ihr tut, als wärt ihr die Demokratie, aber eigentlich sind wir die Demokratie. Also wir Rechten sind die Demokratie und ihr seid alle staatsfinanziert und staatsorchestriert. Und 2 andere Narrative fand ich noch interessant. Das ist einerseits das, was auch unter Whataboutism bekannt ist, also wirklich einfach nur ganz dumm und dämlich abzulenken vom Thema und zu sagen, ihr regt euch über rechts auf, aber was ist denn mit der zunehmenden Degenerierung unserer Gesellschaft durch Trans-Personen oder durch Homosexualität etc., durch genderte Sprache etc., also einfach Ablenkung.
Und das letzte Narrativ ist nochmal einfach, dass auch wirklich ganz klar gesagt wurde, von rechts, diese Massendemonstrationen werden keinen Einfluss haben auf das Wahlverhalten, weil Demonstrationen sind wirkungslos. Die AfD hätte dadurch noch an Mitgliedern gewonnen. Das weiß man nur nicht, ob es stimmt. Genau, aber dass dadurch sozusagen die Umfragewerte nicht sinken werden. Also das ist dann nochmal ganz klar die Message. Es bringt nichts, wenn ihr auf die Straße geht. Wir werden eh gewinnen. Nils? Ja, also ich glaube, das ist für die Alltagskommunikation sozusagen der Szene ist das, glaube ich, wirklich das Beste. Das so also besser kann man das nicht zusammenfassen. Das ist, war ein Haufen unsortiertes Gechatter auch einfach. Was ich habe das in dem Buch Alternative Fakten in Bezug auf ganz, ganz andere Themen mal untersucht, eigentlich immer wirklich ein sehr gutes Zeichen dafür ist, dass es ein ernsthaftes Problem in dieser Szene gibt in dem Moment, dass sie mit dem Thema nicht umgehen können. Ne? Also dass sagen, der Versuch gemacht wird, irgendwie dieses Thema zu neutralisieren und auf Distanz zu halten, weil man nichts Sinnvolles zu entgegnen hat. Also es ist schon so, auch egal, was man jetzt von AfD-Wählerin hält, so dummes Zeug redet niemand freiwillig. Ja, das ist eine Form von Verzweiflung meistens. Was man darüber hinaus nicht beobachten kann, aber was sozusagen gerüchteweise kolportiert wird, und ich glaube, das ist aber trotzdem wichtig, das zur Kenntnis zu nehmen, ist, dass es in der AfD darüber augenscheinlich Streit gibt und dass ein bisschen wie in den Krisen, die diese Partei ja schon durchgemacht hat, seit die 2013 irgendwie angefangen haben, eigentlich sind die ja mehrfach fast untergegangen, es durchaus sein kann, dass ein Effekt davon sozusagen eine innere Radikalisierung der Partei ist. Das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, oh, deswegen darf man keine Massenproteste machen, aber das ist, glaube ich, als Reaktionsweise sollte man das mit auf den Zettel haben. Diejenigen, denen das am wenigsten schadet, sind die, die am ehesten sowieso kein Problem damit haben, die fundamentale Oppositionskarte voll auszuspielen. Diejenigen, die sozusagen immer davon gezehrt haben, so ein bisschen unscharf zu blinken, ne, so, ja, Remigration, wir meinen das irgendwie anders und so, das sind die, die am ehesten Schwierigkeiten haben jetzt bei denen. So, es soll kein Mitleid mit Alice Weidel suggerieren, aber das ist sozusagen eine Möglichkeit, die man, glaube ich, ins Auge fassen muss. Und man kann eben auch beobachten, dass selbst auf der Ebene, sagen die ISD-Studie jetzt angeguckt hat, ist das Messaging schon besser geworden. Ne? Also in den ersten Tagen war es wirklich verzweifelt. Also als Björn Höcke dann da versucht hat, irgendwelche gefakten Bilder nachzuweisen bei Demonstrationen, die angeblich irgendwie aus einem anderen Jahr, einer anderen Stadt und dann irgendwie von unten aufgenommen waren oder so. Das war richtig, richtig dummes Zeug. So, und inzwischen sind das ja alles Sachen, wo man sagen kann, okay, wenn ich ein AfD-Anhänger bin, so unplausibel ist es nicht, ne? Der Bundeskanzler demonstriert mit. Irgendwie, das ist eine von öffentlicher Hand geförderte Recherchegruppe. Also ne, sozusagen, das sind alles, das sind keine Flat-out-Blödsinnigkeiten mehr, sondern das sind Sachen, die zwar irgendwie perfide und auch nicht ganz richtig sind, aber die schon irgendwie zu der Geschichte passen. Ne, genauso wie diese Geschichte mit Biberach. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun, und da werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen, aber es hat viel damit zu tun, dass natürlich auch der Diskurs drumherum sich wieder verschoben hat. Ne, also es bei den ersten Massendemonstrationen noch so war, dass eine der heißen Fragen eigentlich war, wie die Freien Wähler und die CSU in Bayern sich dagegen gewehrt kriegen, dass sie ausgeladen werden von der Demonstration. Ne? Inzwischen haben sie das Gendern wieder verboten. Ja, also die sind auch wieder ein bisschen in die Offensive gekommen und in dem Windschatten konnte die AfD sich schon auch wieder ein bisschen sortieren. Das muss man, glaube ich, noch mit auf dem Zettel haben, aber sonst. Und da hast du jetzt quasi schon die Überleitung zum nächsten Punkt gebracht, in dem es eben jetzt von dem, was passiert ist und warum es passiert ist, drüber gehen soll zu dem, was jetzt eigentlich daraus folgt. Also wir haben diese Proteste gehabt in sehr vielen kleinen und großen Städten mit sehr vielen Menschen. Wir haben sehr große Aufmerksamkeit dafür gehabt und jetzt sehen wir, wie es hier schon gesagt wurde, dass in einigen Städten, insbesondere in kleineren Städten, das immer noch weitergeht, dass immer noch sich vernetzt wird, aber das ist medial fast keine Rolle mehr spielt. Und dann könnte man ja sagen, dass diejenigen, die von Anfang an gesagt haben, ja hier, das ist ein Strohfeuer, was bringt es denn schon zu demonstrieren und das ist doch nur eine Veranstaltung zum gemeinsamen Wohlfühlen. Stimmt das? Frage erstmal Nils. Ja und? Also ich habe auch von Anfang an gesagt, das geht schnell wieder vorbei.
ich will auch Recht gehabt haben. Aber es ist ja kein Argument. Also das ist bei so Massendemonstrationen eben so. Also Massendemonstrationen, die gegen den Irakkrieg sind oder wo die auch, ne, das, die werden so lange größer, wie sie größer werden. Und wenn sie dann nicht mehr größer werden, dann fallen die sehr schnell in sich zusammen. Und es war bei diesen Demonstrationen jetzt eigentlich eher so, dass wir beobachten können, dass sie verhältnismäßig lange gehalten haben. Das war nicht nur die größte Protestmobilisierung seit Bestehen der Bundesrepublik, scheinbar inzwischen ausgezählterweise, sondern sie war auch enorm langlebig und anders als die Lichterketten Anfang der 90er Jahre zum Beispiel eben auch was, was in den ländlicheren Gebieten und in kleineren Städten funktioniert hat. Also da sind schon viele Sachen passiert, die man nicht erwartet hätte jetzt als reiner Zyniker, was nichts an der Tatsache ändert, dass bestimmte Sachen quasi Naturgesetze bei so Großprotesten sind, und das ist, dass sie nicht ewig weitergehen. Ne? Trotzdem, also deswegen würde ich auch sagen, dass die jetzt nicht mehr so groß sind, ist nicht nur erwartbar, sondern es wird sich auch auf absehbare Zeit nicht ändern. Also bis jetzt Landtagswahlen sind oder wieder irgendwas Schlimmes passiert, werden nicht auf einmal wieder die Massen auf die Straße gehen. Damit muss keiner rechnen, das wäre auch Quatsch. Was wir auch sehen, ist eben, dass dieser Effekt, der, glaube ich, am Anfang, muss ganz vorsichtig sein, es gibt keine Studien zur Kausalität, und wie gesagt, das mit dem Bundessarah Wagenknecht muss man immer noch mit einberechnen, vielleicht kommen wir darauf nochmal, aber ich glaube, selbst wenn man all das mit Vorsicht anfasst, hatte es am Anfang einen Effekt auf die Zustimmungswerte, die die Partei mobilisieren konnte durch diese Themenverschiebung. Und was wir eben auch sehen, ist, diese Themenverschiebungen sind aber kurzlebig, weil die Konfliktstrukturen, in die die eingelagert sind, viel zu etabliert sind. Das ist das, was ich gerade meinte. Ne? Also solange man gegen rechts auf die Straße gegangen ist, hat die AfD darunter gelitten, sind übrigens auch die CDU-Umfragewerte ein Stückchen zurückgegangen, und haben die SPD und die Grünen ein Stück davon profitiert. Das hat ganz gut funktioniert, aber das lassen sich natürlich auch die anderen nicht gefallen. Und dann setzt die CDU ihre eigenen Akzente und es ist auch schnell vorbei. Das kann ja niemand planen, wie sowas läuft. Auf solche Sachen zu wetten, ist deswegen auch, glaube ich, ein bisschen leer. Ne? Deswegen glaube ich, das Wichtigste an der Geschichte ist in der Tat, dass es Leute dazu gebracht hat, Selbstwirksamkeit zu erfahren und erstmal zu merken, dass sie überhaupt was machen können. Ich glaube, was auch sehr, sehr fruchtbar war und jetzt gar nicht im Sinne von diesem Feuilleton-Diskurs, der natürlich sofort sich da drum gedreht hat, sondern wirklich vor Ort, wo die Leute irgendwie überlegt haben, was sie machen. Das, was wir am Anfang so ein bisschen hilflos selber probiert haben. Ich hatte das Gefühl, die Proteste haben nicht nur kein Framing dafür angeboten, was passieren soll, sondern sie haben die Frage für die Leute überhaupt erstmal aufgeworfen. Ich glaube, die Leute waren sich alle einig, dass sie die AfD irgendwie ablehnen, aber was das heißt, weiß eigentlich niemand so genau. Also soll diese Partei jetzt verschwinden? Soll die halbiert werden? Soll die verboten werden? Soll die begrenzte Erfolge haben, weil das in der Demokratie so gehört? Das wüssten die Leute wahrscheinlich alle selber nicht, aber davon hängt ja wahnsinnig viel ab. Und davon hängt unter anderem eben auch ab, was man sich vorstellt, machen zu können. Und ich glaube, einer der wichtigsten Impacts zivilgesellschaftlich ist, dass das Gespräch darüber angefangen hat. Ein anderer wichtiger ist, dass sich eben auch gezeigt hat, dass die Kräfteverhältnisse lokal sehr, sehr unterschiedlich sind. Und dass, obwohl die Leute das alle mitgenommen haben, haben wir es mit wirklich fundamental unterschiedlichen Demonstrationen zu tun. Also ich habe mit Leuten aus Sachsen geredet, die haben erzählt, dass sie bei sich also so froh sind, dass die CDU dabei ist. Ne? Und der CDU-Mann, das ist ein ganz rechter CDUler, und das wissen sie auch, aber um die Demokratie zu verteidigen, das ist der Einzige, der die Leute noch auf die Straße kriegt und so. Ne? Das ist eine völlig andere Stimmung und auch völlig zu Recht eine völlig andere Stimmung als in München. Und irgendwie diese Vielfalt der Lage auch sozusagen von den Bündnissen gegen rechts vor Ort nochmal anzuerkennen und ins Gespräch zu bringen, ist, glaube ich, was anderes, was wichtig ist. Unmittelbar was zu tun, was man jetzt einfach machen kann, gibt es, glaube ich, gar nicht so viel. Also ich glaube, ein Stück weit natürlich, wenn einem das wichtig ist, mitmachen. Ja? Also, und zwar nicht Masterpläne schreiben, sondern einfach zum Bündnis gegen rechts gehen und mit den Leuten reden und auf die Demos gehen. Und sonst glaube ich aber aus einer Beobachterperspektive, also ich zumindest nehme jetzt mit ein kleines Stück Vertrauen darüber, dass rund um die Landtagswahlen vermutlich auch wieder Dinge passieren werden und es nicht so ist, dass man da wieder von Null anfängt. Aber das sind bis jetzt eigentlich die einzigen beiden Sachen, die ich meine, sicher mitnehmen zu können. Mehr ist es nicht. Fällt dir noch eine dritte ein oder vierte? Wir sind jetzt gerade noch bei der Frage, wie sich das quasi so entwickeln könnte, ne? Genau. Also du hast eben erwähnt, dieses Risiko, dass sich Leute bestätigt darin fühlen können, dass es ja eigentlich nichts bringt, demonstrieren zu gehen und sozusagen, dass dieser Glauben in die Handlungsfähigkeit, den jetzt viele zurückgewonnen haben, wieder enttäuscht wird. Und ich finde, hier ist ganz wichtig, immer zu unterscheiden zwischen Straßendemonstrationen und anderen Formen von politischen Aktivismus. Wie du schon gesagt hast, Straßendemo-Serien halten nie lange, das ist vollkommen
okay und normal und nur, dass jetzt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit, so viel mediale Aufmerksamkeit darauf ist, heißt nicht, dass es sie nicht mehr gibt und andererseits, dass es sie vielleicht weniger gibt, heißt nicht, dass nicht was getan wird, ne, weil das, was am Ende was bewegt, also Straßendemos sind unglaublich wichtig, geht da auf jeden Fall hin bei jeder Gelegenheit, aber das ist halt nur eine Protestform von ganz, ganz vielen und Protest ist nur auch eine einzige Form von politischem Aktivismus und Widerstand. Das, was viel, viel mehr zählt, sind nicht Protestereignisse. Das, was wir hier sehen, das sind Protestereignisse. Die sind öffentlich sichtbar, die sind in den Medien, die sind zeitlich begrenzt. Das ist ein Haufen Orga-Aufwand dafür, aber was auch ein Haufen Aufwand ist und langfristiger sind, das sind wirklich organisierte Zusammenschlüsse. Das sind ultra viele Initiativen auf Grassroots-Ebene, das sind Vereine, das sind lokale Organisationen, das sind natürlich auch Institutionen, die vorgehen, das sind große Fördertöpfe, das sind Medienhäuser. Ne? Also ich glaube, es ist ganz viel daraus jetzt entstanden, was halt nicht mehr so sehr sichtbar ist wie vorher und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen, wenn man sich fragt, was hat das jetzt gebracht und wie kann das weitergehen? Und das führt jetzt zur auch schon angesprochenen Frage natürlich, wer könnte denn was tun, dass was drauf wird, weil das ist ja so kein Naturprozess wie bei irgendwie einem Stein, der eine Lawine lostritt und dann passiert, was eben passiert und man kann dann gucken, ob man in Deckung geht oder nicht, sondern das sind ja Prozesse von menschlichem Handeln und das ist ja die Frage, wer könnte denn jetzt eigentlich was tun, um dafür zu sorgen, dass das mehr oder weniger diesen oder jenen Effekt hat. Ja, genau. Also sozialer Wandel heißt ja sozialer Wandel, weil er nicht natürlicher Wandel ist, sondern weil er sozial gemacht wird von Menschen. Und irgendjemand muss es einfach auch dann machen. Und ich finde, so nach der Frage, bei der Frage nach den Handlungsmöglichkeiten muss man unterscheiden zwischen A, in Bezug wirklich auf die Wahlen, ja, also was kann jetzt die Wahlen, auch Europawahlen, Landtagswahlen, Bundestagswahlen nächstes Jahr beeinflussen und zweitens die allgemeinen politischen Tendenzen und die politische Kultur in Deutschland, ne? Das geht ja über 25 hinaus, da geht es jetzt nicht nur um AfD oder nicht AfD, da geht es um viel, viel größere Debatten. Das muss man, glaube ich, so ein bisschen trennen und bei der Frage nach den Wahlen gibt es ja immer die Diskussion, auf wen konzentriert man sich, ne? Also geht es jetzt um die AfD-Wählenden oder die Wählenden von rechten Parteien umzustimmen. Da können die Straßendemos wahrscheinlich nicht so wirklich viel bewirken. Das sagen die meisten Befragten in diesen Umfragen übrigens auch, dass sie nicht glauben, dass das jemand umstimmt. Aber es hat auch eine Forsa-Umfrage herausgefunden, dass sich viele Nichtwählende vorstellen können, wenn es um die Wurst geht, doch wählen zu gehen und gegen die AfD zu wählen. Ne? Also es gibt ja auch sehr, sehr ein großes Spektrum, auch im linken Kreisen von überzeugten NichtwählerInnen und die zu mobilisieren ist auf jeden Fall eine Chance auch von so öffentlich sichtbaren Protestaktionen wie die Demos. Deshalb ist es einfach unglaublich wichtig, auch in Orten, wo die AfD zwar an Wählerstimmen gesehen die Mehrheit hat, aber nur weil so wenig Leute wählen gehen, doch noch einfach Leute zu mobilisieren. Und das kann eben auch durch lokale Aktivierung passieren. Ne? Also viele Leute sind eben daran interessiert, was passiert in meinem Ort, in meiner Nachbarschaft. Deshalb ist es unglaublich wichtig, die Dringlichkeit von diesen Wahlen auch klar zu machen, ja, was das bedeutet. Und andererseits ist es wichtig, zu verdeutlichen, was die Konsequenzen dieser Wahlen bedeuten, wenn Parteien wie die AfD gewinnen sollten. Und das hat mir eben auch schon angesprochen. Es ist total wichtig, jetzt wirklich konkret zu machen, was bedeutet das? Ja, eine BR-Recherche hat herausgefunden, mindestens 100 Mitarbeitende im Bundestag sind dem rechtsextremen Milieu zuzuordnen. Unglaublich schockierend, aber die meisten, also ich glaube nicht, dass das Narrativ noch reicht, die AfD ist rechtsextrem, sondern wir müssen jetzt klar machen, was bedeutet das ganz konkret? Und ob nun deutsche Staatsbürgerinnen oder nicht, Millionen von Menschen aus diesem Land zu deportieren, das hat vielen Leuten ganz konkret gezeigt, worum es eigentlich geht. Und wie dieses Land und diese Gesellschaft aussehen wird, wenn eine Partei wie die AfD gewinnen wird, das gilt es einfach zu verdeutlichen. Ne? Und drittens, also auch mit Hilfe von solchen moralischen Schocks, ne? Also die Rechten machen das auch. Das ist teilweise Fake News, aber da geht es ganz viel auch um Empörung, aber das ist halt das, was leider auch zieht bei vielen.
Und weiterhin, glaube ich, ist total entscheidend das verbindende Element, was wir eben bemerkt haben. Das ist natürlich irgendwie eine Schwäche, kein konkretes Ziel zu haben oder keine konkrete Forderung und keinen konkreten Adressaten. Bei Straßendemos ist es ein bisschen egal, bei anderen Initiativen ist das nicht so egal. Und da wird es jetzt total entscheidend, wie verschaffen wir es, dieses verbindende Element, diese großen Massen zusammenzuhalten, jetzt, wo es schon wieder sehr um Detailfragen geht. Und Detailfragen meine ich nicht abwertend. Es gibt ganz viele sehr berechtigte Unterschiede im Umgang mit, Asylpolitik, ja, also das Verhalten der Grünen Partei bei den EU-Asylrechtsreformen etc. Heißt das jetzt, dass man die Grünen nicht mehr wählen kann? Palästina, Israel, riesengroße Spaltung in der Linken. Das sind alles Fragen, die total berechtigt sind. Und andererseits müssen wir es jetzt irgendwie schaffen, uns auch zu konzentrieren, wenn es um diese Wahlen geht, sich darauf zu einigen, was man nicht wählen kann. Ne? Und dazu gehört es auch, eben weniger abstrakte Debatten zu führen und konkret zu sagen, worum es geht. Und wenn du mir diesen letzten Punkt noch erlaubst, also es geht natürlich bei diesen ganzen Diskussionen und auch diese Mobilisierungsansätze, die ich vorhin genannt habe, sehr viel um ideelle Werte, sehr viel um Identitäten, sehr viel um Kommunikation. Aber worum es auch einfach geht, wenn es um den Erfolg von sozialen Bewegungen geht, das sind harte Fakten und Geld. Also das nennt man dann wiederum Ressourcenmobilisierungstheorie. Es geht halt einfach darum, materielle und personelle, aber auch finanzielle Ressourcen zu mobilisieren. Und es gibt wahnsinnig viele Initiativen, auch vor allem die migrantische Selbstorganisationen, die seit vielen Jahren richtig, richtig gute Arbeit machen und die es jetzt zu unterstützen gilt, weil eben auch gerade, also im Kontext von diesen Korrektiventhüllungen sind eben migrantisierte und rassifizierte Personen nicht nur arme Opfer, die deportiert werden oder nicht, sondern in diesen Allmachtsfantasien ist es eben auch dringend notwendig, die konkret zu unterstützen, die aktiv sind und Solidarität zu zeigen. Und dafür gilt es, Gelder zu akquirieren, nicht nur große Fördertöpfe entgegen der Sparpolitik der Ampelregierung, sondern es geht auch, man kann auch einfach selber spenden. Ja? Man kann auf jeden Fall, es gibt viele NGOs, viele Initiativen finanzieren sich auch durch Einzelspenden. Und es geht auch darum, Unternehmen endlich wachzurütteln. Ne? Unternehmen waren auch bei diesem Geheimtreffen in Potsdam dabei. Unternehmen äußern sich jetzt Gott sei Dank auch zunehmend in ihrer Verantwortung gegen die AfD, weil sie nämlich ganz konkret verstehen, das ist ein bisschen traurig, aber die verstehen ganz konkret, was würde weniger Zuwanderung bedeuten für die Wirtschaft? Was würde ein EU-Austritt bedeuten für die Wirtschaft? Diese ganz konkreten Konsequenzen können eben auch dazu führen, dass man zum Beispiel aus Unternehmen Gelder rausbekommt. Ne? Das sind alles Aspekte, die man bedenken kann. Dankeschön. Nils, gibt es noch jemanden, der noch was tun kann? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr beide gleich noch was sagt, weil mit dem, was ich jetzt sage, will ich auf keinen Fall das letzte Wort haben. Ich würde nochmal auf die Frage zurückkommen am Anfang, weil ich glaube, wir sind da, also ich fand das alles richtig, was du gesagt hast, und trotzdem ging es mir ein bisschen zu schnell, weil ich das Gefühl habe, man muss sich klar machen, es gibt unterschiedliche Dinge, die man wollen kann. Und die sind nicht mit denselben Sachen zu erreichen. Ne? Und ich glaube, ein Punkt, den du sehr stark gemacht hast und der, glaube ich, auch sehr wichtig ist, ist erstmal zu sagen, die unmittelbaren Wahlerfolge der AfD, was kann man da tun? Steffen Mauer hat neulich im Interview in der Berliner Zeitung gesagt, und ich halte das für plausibel, dass er aufgrund von den Umfragen, die sie gemacht haben, davon ausgeht, dass die AfD bei den 23%, die sie hatten, ungefähr ausmobilisiert ist. Also das soll keine Beruhigung sein, im Sinne von, wird schon nicht so schlimm werden. Aber so ein bisschen von, um diesen Wert herum werden wir vermutlich operieren, und alles, was wir zur Demobilisierung tun, wird da ein bisschen was runternehmen. Und wenn wir nichts machen, wird es da hingehen. Aber das ist sozusagen eine Zielgröße, auf die wir uns einstellen können erstmal. Und viel hängt dann eben davon ab, wie zum Beispiel die politische Struktur mit so einem Mehrheitsverhältnis umgeht. Und da hängt wahnsinnig viel daran, wie die bürgerlichen Parteien sich verhalten. Und wie die bürgerlichen Parteien sich verhalten, das ist auch noch was anderes als das, was sie sagen. Was sie einem sagen werden jedes Mal, und das ist auch, würde ich auch machen, wenn ich die wäre, ist, wenn ihr nicht nett zu uns seid, dann gehen wir zu denen. Was aber, glaube ich, diese Massenproteste durchaus auch bewirkt haben, war, dass sie ihnen gezeigt haben, dass sie das mal besser nicht machen sollten. Ne? Das heißt, Druck auf die aufzubauen, dass sozusagen die AfD anzufassen toxisch ist, ist, glaube ich, strategisch fast so wichtig, wenn wir erstmal nur bei der parlamentarischen Ebene bleiben, wie die AfD unter Druck zu setzen. Dann ist es in der Tat so, die AfD bei Wahlergebnissen, das wird
4-5% rauf und runter gehen, das ist für viele Leute die Welt und wichtig. Ich will das überhaupt nicht kleinreden, aber das erlaubt ihnen immer noch einen Stock aufzubauen, den wir nicht kaputt kriegen. Ne? Also wir wissen, von Anfang an war ein strategisches Ziel bei der Parteigründung die Gründung einer eigenen Parteistiftung. Das war Beatrix von Storch, hat, glaube ich, nur deswegen diese Partei mitgegründet. Das hatte die vor. Das heißt, wenn man diese Ressourcen der Partei irgendwie angehen will, dann muss das anders passieren, dann muss man andere Forderungen erheben. Da ist dann eben die Frage, soll man die verbieten oder nicht? Gleichzeitig wird das, wenn es nicht erfolgreich ist, die Partei organisatorisch erstmal stärken und in den Umfragen auch stärken. Und all das findet statt vor dem Hintergrund einer politischen Lage, wo ich sagen würde, ohne die Kürzungspolitik der Ampel in den letzten 2 Jahren oder die Debatte vor allen Dingen jetzt im letzten halben Jahr, darum, wie man das mit der Schuldenbremse macht, hätten wir das Problem so gar nicht gehabt, das wir Ende 2023 hatten. Und irgendwie, also ist es nicht nur ein moralisches Problem, sondern ich glaube auch ein taktisches Problem, wie man damit umgeht, dass eigentlich sie die Hauptprofiteure davon sind, dass man gegen die AfD auf die Straße geht. Und all diese Sachen irgendwie auszubalancieren, ist eine nicht ganz triviale taktische Frage. Und ich finde, die muss man schon auch stellen, zumindest uns selbst, jetzt nicht an die Proteste. Ich bin überhaupt kein Freund davon, den Protesten zu erzählen, wie sie es machen sollten. Aber wenn wir sozusagen überlegen, wer kann was machen, dann sind das, glaube ich, wichtige Fragen. Und je nachdem sind das unterschiedliche Sachen. Und die mögen sich teilweise auch widersprechen. Und ich glaube, wir sollten so ehrlich sein, das uns auch vor Augen zu halten. Ich klang für mich jetzt nicht so schockierend, dass das nicht das Schlusswort sein dürfte, aber ich will natürlich deinem Wunsch trotzdem entsprechen. Was ich an der Stelle erstmal sagen kann, ist genau zu dem eben angesprochenen Thema mit den bürgerlichen Parteien war hier vor ungefähr einem halben Jahr eine Diskussion mit Thomas Biebricher, der diese Position mit großer Emphase immer wieder und überall zum Glück vertritt. Und ich hoffe, ich sage jetzt nichts, ich habe so eine Namensschwäche, Martina Renner, war das richtig? Ich glaube schon. Ja, genau. Und die kann man online sehen, wo auch immer man das hier sehen kann, wo es genau um die Frage geht. Und nochmal das zuletzt Gesagte aufgreifen, das ist ja eh so ein Dilemma, dass eigentlich das Beste, was man gegen die AfD tun könnte, wäre nicht etwas gegen die AfD zu tun, sondern irgendein politisches Projekt zu schaffen, mit dem man viele Leute ansprechen kann, die dann sagen, ja, das will ich, dafür bin ich. Was aber nicht keine triviale Aufgabe ist, würde ich sagen. Und das ist, glaube ich, das Problem ist natürlich auch dann wieder ironisch, wenn man sagt, ja, um was gegen die AfD zu machen, machen wir jetzt nicht gegen die AfD, sondern denken uns jetzt irgendwie jetzt hier den ganz tollen Green New Deal aus, den man sich auch nicht mehr ausdenken kann, weil es die EU irgendwie eher auch schon gekapert hat oder so. Hätte vielleicht dann jetzt jemand noch abschließend Ideen zu dem, was man positiv machen könnte und dabei nicht die AfD erwähnen? Ich glaube, ich habe die AfD ja kaum erwähnt in meinem Beitrag. Ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, ich bin halt Protestforscherin, also ich forsche halt zu sozialen Bewegungen und was man quasi tun kann und nicht so sehr zu Parteipolitik oder zu institutioneller Politik. Ne? Und ich glaube, das ist auch wichtig, diese Ebenen zu beachten. Es gibt Parteipolitik, es gibt institutionelle Politik, aber das ist eben nicht alles. Politik wird auch von unten gemacht. Genau, deshalb muss man eben auf verschiedenen Ebenen ansetzen. Und da wir jetzt hier auf einer Veranstaltung sind, wo die Straßendemos sozusagen als Ausgangspunkt gesehen werden, genau, finde ich das einfach wichtig, das mit reinzubringen, dass man auch auf der Ebene, auf der alltäglichen Ebene auf jeden Fall was tun kann. Also ich, um Himmels Willen sollte das eigentlich dazu auch gar kein Widerspruch sein. Ne? Ich wollte jetzt auch nicht sagen, also natürlich wäre es am tollsten, wenn wir eine Partei für alles Gute gründen würden, die all das Schlechte hinwegfegt, aber wir scheitern ja immer schon irgendwie bei dem Namen. Ne? Es ist doch ein guter Name. Ja, es ist wahrscheinlich schon vergeben. Partei für Vernunft gibt es auch schon, das ist ein ganz gruseliger Haufen. Aber ich glaube, mir ging es wirklich erstmal nur darum zu sagen, okay, das ist einfach ein Trade-off und den muss man irgendwie akzeptieren und den muss man auch in den Diskussionen, glaube ich, ehrlich behandeln, weil auch bei Straßenprotesten und auch in sozialen Bewegungen ist es so, dass die Debatten da ja vor Ort geführt werden und eben sehr unterschiedlich geführt werden, je nachdem, wo man ist und das als Realität erstmal anzuerkennen und zu sagen, der Erfolg der einen mag unter anderem auch die Niederlage der anderen sein, obwohl die alle gegen die AfD sind, das muss man, glaube ich, irgendwie auf dem Zettel haben. Und dazu gehört eben auch sowas wie das Bündnis Sahra Wagenknecht. Also diese Feststellung, das ist, wenn man die AfD hat 3 Frames, würde ich sagen, mit denen sie gerade offensiv wuchern kann. Also sie kann sozusagen, man kann Punkte damit sammeln, dass sie einfach ein rassistischer Drecksladen ist. So, das ist traurig, aber das finden einfach viele Leute gut. Und dafür werden sie gewählt. Sie sind aber auch die Partei, die man wählen kann, wenn man denen da oben richtig wehtun will. Und sie sind inzwischen auch die Partei, die man wählen kann, um bestimmte Signale zu senden, wie zum Beispiel
im Osten sind wir eine abgehängte Region und in den Städten haben die Leute irgendwie den Kontakt verloren. Ne? Und die sind ja auch nicht ganz konkordant, diese Frames. So, man stellt eben zum Beispiel jetzt, oder ich stelle fest in der Beobachtung, dass ein Grund, warum natürlich diese Gründung des Bündnisses Sahra Wagenknecht so in ihre Umfragewerte reingebissen hat, ist, dass die im Prinzip genauso als Nein-Stellungnahme zur Politik verhandelt werden. Und wenn es einem darum geht, die Umfrage, also die AfD-Wahlergebnisse klein zu kriegen, dann ist das wahrscheinlich das Beste, was passieren konnte, ganz egal, was man von dieser Partei hält. Und auch das gehört zu der Realität, die man da irgendwie verhandeln muss. Und dann wird es irgendwie ungemütlich. Das war, glaube ich, einfach nur das, was ich meinte. Also ich glaube, sobald man sich eingesteht, dass es ein Trade-off ist, wird es einfach keine guten Lösungen geben, in dem Sinne von, damit sind wir dann alle einverstanden, sondern dass wir können an verschiedenen Stellen durchaus erfolgreich sein, wenn wir damit hinnehmen, dass wir an anderen Stellen das nicht sind. Ich glaube, jetzt haben wir uns einmal im Kreis gedreht und jetzt war genau das wieder das Schlusswort, von dem du wolltest, dass es nicht das Schlusswort wird. Aber ich glaube, jetzt an der Stelle leben wir einfach damit und öffnen Diskussionen fürs Publikum. Ich danke euch an der Stelle schon mal und bitte um Wortmeldungen, Fragen, nicht zu wüste Beschimpfungen.